Hallo und herzlich willkommen bei meinem Zaubertopf. Ich mache heute mit euch einen Pudding im Thermomix. Ich habe mich heute für einen Schokopudding entschieden und nicht für Vanille. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil man da halt super gut irgendwie Schokoreste verwerten kann. Sei das nun übrig gebliebene Weihnachtsmänner oder Osterhasen oder vielleicht eine Schokolade, die man mal geschenkt bekommen hat und nicht so gerne so mag. Im Pudding ist es immer super. Falls ihr aber noch eine andere Idee habt, wie man gut Schokoreste verwerten kann, schreibt das doch gerne mal in die Kommentare. Da freue ich mich drauf, lese ich auf jeden Fall durch. Und unser Rezept, was wir heute machen, findet ihr wieder auf unserem Zaubertopf-Blog. Und wenn ihr kein Rezept verpassen wollt, dann denkt dran, unseren Kanal zu abonnieren. Dann habt ihr ganz, ganz viele tolle Rezepte und super Tricks und Tipps rund um den Thermomix. Für den Pudding braucht ihr Zartbitterschokolade oder eure Lieblingsschokolade, Kakaopulver, Zucker, Stärke und Milch. Als erstes zerkleinere ich die Schokolade und zwar 5 Sekunden auf Stufe 8. Und dann packen wir alle anderen Zutaten bis auf die Milch nochmal einmal rein und vermengen das Ganze nochmal. Jetzt setzt ihr den Rühraufsatz ein und dann kommt die Milch dazu. Ich persönlich würde ja gleich die doppelte Menge kochen, weil, mal ganz ehrlich, damit kommt man ja nicht so weit. Aber was dann auf jeden Fall wichtig ist oder ganz allgemein bei Pudding, damit er fest wird, ist, dass er wirklich 3 Minuten köchelt. Also wenn ihr das Rezept verändert und ein bisschen mehr machen wollt, achtet darauf, dass es wirklich 3 Minuten köchelt. So, jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Und zwar könnt ihr es einmal jetzt heiß in die Gläser oder die Schälchen füllen. Und wenn ihr auch keine Haut mögt wie ich, dann macht ihr einfach ein Stück Frischhaltefolie darauf und dann zieht man das ab. Alternativ habe ich den Tipp jetzt bekommen, das hat unser Kameramann verraten, wie er das macht. Und zwar rührt er die ganze Zeit während des Abkühlens den Pudding weiter und dadurch wird das so richtig schön cremig. Probiert das doch gerne mal aus. Ich werde das auch mal zu Hause testen und schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr das findet und ob man einen Unterschied schmeckt. Ich benutze dafür übrigens gerne hier meinen Lieblingsspatel, weil, guck mal, ihr seht das so schon. Damit kriegt man den Mixtopf hier nachher so gut sauber. Und wir verlinken euch den vielleicht sonst einfach mal hier oben in der Infocard. So, und dann mache ich hier jetzt auch mal die Folie rauf. Weil für mich gibt es nichts Ekligeres als Hautstücke im Pudding. Wie ist es bei euch? Schreibt doch mal in die Kommentare. Mögt ihr das oder mögt ihr es auch nicht? So, und wenn das Ganze abgekühlt ist, dann nehmt ihr einfach die Folie wieder ab. Und wenn ihr das vielleicht auch machen wollt, wenn ihr Besuch habt oder so, dann sieht das natürlich noch besonders nett aus, wenn man entweder ein bisschen Sahne noch da oben rauf gibt oder ein paar frische Beeren. Ich habe mir das jetzt noch mal ein bisschen hier umgerührt und beim nächsten Mal probiere ich das auf jeden Fall beim Abkühlen durchzurühren, weil ich glaube, dadurch wird es richtig, richtig cremig. Ich verzichte jetzt auf die Sahne und die Beeren, weil ich nämlich Hunger habe und das jetzt gleich esse. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und damit ihr kein Rezept von uns verpasst, abonniert auf jeden Fall unseren Kanal. Und ich freue mich auch immer über Kommentare und lese das immer alles durch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.